Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, hier war am Samstag eine riesengroße Demo. Und das ist so mein Traum. Das, was Angela vorhin sagte, macht mal die Augen zu und seht mal sehr viele friedliche Menschen auf der Straße. Dieses Bild hier von Samstag hat sich bei mir absolut eingeprägt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir kamen hier an, wie jeden Montag, nur standen hier, es war alles voll. Und ja, das ist mein Traum, da, dass wir da irgendwann auch da mal hinkommen. Ja, aber es ist schon ein ungewöhnliches Bild gewesen, weil es waren sehr viele Muslime eben halt auch da und ich freue mich ganz besonders, dass Zeynep uns heute etwas zum Feindbild des Islams sagen möchte. Applaus für Zeynep. Ja, hallo, ich bin Zeynep, ich bin 49 Jahre alt und ich sage das, weil ich euch auch sagen möchte, dass ich mit 26 Jahren zum Islam konvertiert bin. Ich bin also eine ganz normale deutsche, blauäugige Frau, die also keinen Migrationshintergrund hat. Und vielleicht interessiert euch ja, warum ich eben meine Religion gewechselt habe oder warum ich mir überhaupt eine Religion angeschafft habe. Denn bis ich 26 Jahre alt war, habe ich überhaupt an gar nichts geglaubt, denn meine Familie hat mich halt auch nicht irgendwie damit ausgestattet. Mein Vater hat immer sehr, sehr abfällig von Christentum gesprochen, besonders von Katholiken. Der hat also da überhaupt keinen Sinn für gehabt. Und meine Mutter, die hat sich auch überhaupt nicht dafür interessiert. Aber ich fing an, mich zu interessieren. Das hatte damit zu tun, dass man irgendwann mal in ein Alter kommt, wo man sich so mit den Grundfragen des Lebens beschäftigt. Also man fragt sich halt, woher komme ich eigentlich und was mache ich überhaupt auf dieser Erde hier, warum soll ich hier überhaupt sein, was ist mein Job und dann vielleicht auch nach meinem Tode, wo werde ich dann mal hingehen. Und jeder muss für sich ja diese Fragen auch beantworten. Und ich habe halt diese Fragen für mich im Islam beantwortet. Und meine große Reise dahin ging eigentlich auch über ganz viel Kritik an der Gesellschaft, in der wir halt auch alle leben. Das heißt, man kann nicht die Menschen nur aufspalten in gute und böse Leute, sondern wir haben halt ein ganz differenziertes Bild. Jeder Mensch hat seine Persönlichkeit und das fand ich eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt. Ich habe also nur gesehen, ich musste arbeiten. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann morgens, mittags, abends nur im Laden gestanden und Teppiche verkauft. Und das hat mich irgendwie nicht wirklich erfüllt. Dann habe ich mir also tausende von Hobbys gesucht. Ich bin Motorrad gefahren, ich habe Musik gemacht. Ich weiß nicht, was ich alles schon gemacht habe im Leben. Und irgendwie war es das alles nicht. Also es war mir nicht genug. Das hat also, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Meine Gedanken gingen eigentlich mehr so, Ich fand immer mehr Kritik an unserer Spaßgesellschaft. Also meine Freunde waren eigentlich immer nur damit geprägt, Spaß zu haben. Von einem Wochenende zum nächsten zu denken und von einem Urlaub zum nächsten zu denken. Es war viel Alkohol im Spiel, es waren viele Drogen im Spiel. Dann eben das, was wir hier heute auch immer noch nach all den Jahren kritisieren, die Volksverblödung durch die Medien. Das war auch damals schon ein ganz großes Thema. Was ich halt auch kritisiere, ist die zunehmende Unmoral. Also das soll nicht heißen, dass man prüde sein muss, aber Unmoral im Geistigen. Frühsexualisierung ist da für mich auch ein ganz großes Thema, was ich jetzt, nachdem ich jetzt eben meine Kinder durch alle möglichen Institutionen geschickt habe, Kindergärten, Schulen etc., merke ich, dass diese Frühsexualisierung meinen Kindern nicht gut tut. Und das wird aber immer mehr propagiert. Dann kommen natürlich die Feindbilder dazu und dieses Feindbild des Islam hat mich natürlich erst mit so einen Ohren ausgestattet, weil ich immer misstrauischer wurde, habe gesagt, wenn die Leute das nicht wollen, dann muss ja irgendwas dran sein. Und dazu kam eben noch eine Perspektivlosigkeit, selbst von hoch ausgebildeten Menschen, dass sie keine Perspektive für sich gefunden haben. Dazu kam die Vergiftung durch die Pharmaindustrie, die ich immer schlimmer bemerkt habe. Das Massenfutter, was eben jetzt hier gerade Jasmin auch ankritisiert hat, dass man mit lauter Chemie einfach nur satt gemacht wird, mit Geschmacksverstärkern und Zusatzstoffen praktisch auch süchtig gemacht wird, Dinge zu kaufen.
Und dann da kam eben dazu noch die Lieblosigkeit, die mit der Umwelt, mit der Schöpfung an sich halt getrieben wird. Also Umwelt etc., auch was Tieren angetan wird. Das waren alles für mich Themen, die mich sehr beschäftigt haben. Und das hat mich halt eben damit auch mich gezwungen, mich mit dem Islam zu beschäftigen. So viel zu mir. Jetzt kann man natürlich jetzt nicht sagen, die Muslime sind ein ganz tolles Beispiel für die Welt, wie man es besser macht. Im Gegenteil, die Muslime sind leider kein gutes Beispiel. Also in der breiten Masse sind sie keine aktive Alternative zu dieser Gesellschaft, die wir gerade kritisiert haben. Das liegt daran, dass die Werte, die der Islam eigentlich vertritt, ganz dick überlagert werden vom Kapitalismus. Also auch in den arabischen Ländern, in den türkischen Ländern etc. ist also Kapitalismus ein ganz großes Thema. Durch diese langjährige Apathie, die die Menschen leider auch durch diese Diktaturen erfahren haben, haben sie sich eigentlich mehr und mehr in sich selbst geflüchtet. Das heißt, Islam war nicht mehr etwas, was man frei leben könnte. Das könnte man nur noch verstecken zu Hause. Selbst in Tunesien, in der Türkei durften Frauen keine Kopftücher mehr tragen. Sie durften also ihren Glauben gar nicht ausleben. Und sie haben sich also mehr und mehr eben nur noch in persönliche Bittgebete zurückgezogen und sind passiv geblieben, also politisch passiv geblieben. Das ist ein ganz großes Problem, denn wer heute als Muslim politisch aktiv ist, der ist Islamist und das hört sich nicht so gut an. Jeder versucht natürlich irgendwie sein Leben zu erhalten und viele Menschen isolieren sich eben aus Angst vor der Willkür der Diktatoren, isolieren sich aus der Gesellschaft und haben Angst vor Krieg. Dabei bietet der Islam eigentlich genau den Ausblick, den wir suchen. Also mir hat er jedenfalls den geboten. Denn wir haben in unserem Islam ja 5 Säulen und 3 davon bieten eigentlich einen Ausweg aus diesem Problem. Eine Säule ist zum Beispiel ein zinsloses Wirtschaftssystem. Das ist übrigens keine islamische Erfindung. Das gab es auch schon in der Tora und in der Bibel. Nur das wird halt nicht mehr fortgeführt oder belächelt, ist halt anders gelebt worden. Aber der Islam steht ganz klar für Zinsfreiheit. Ein zweiter Punkt ist diese Pflichtabgabe, die wir Muslime einmal im Jahr geben müssen. Das nennt sich die Zakat. Das ist eine Pflichtabgabe, das heißt, jeder Mensch muss das, was er ein Jahr lang sein Eigen nannte, an Geld, an Ländereien, an Viehbestand, an Gold etc., muss er 2,5% abgeben an den Staat als Pflichtabgabe und das dient dann sozialen Dingen. Wenn das jeder tun würde, gäbe es keine Armut mehr auf der Welt. Das dritte, das ist, was wir jetzt haben im Ramadan, also wir fasten ja, deswegen ich bin ein bisschen trocken heute. Meine Kinder üben sich auch fleißig im Fasten. Fasten soll den Menschen dazu erziehen, sich wieder auf echte Werte zu besinnen. Also, dass man eben mal am Tage nicht immer nur konsumiert, leckere Sachen isst oder ständig nur die Kauleiste in Bewegung ist, sondern dass man eben auch mal nachfühlt. Wie fühlt sich das denn an, wenn einer wirklich Hunger hat? Ja? Und wir haben immer noch den großen Vorteil, wenn die Sonne untergeht, dann können wir uns an den gedeckten Tisch setzen und sagen, Gott sei Dank, der Tag ist vorbei, ich habe wieder was zu essen. Das können aber die Leute nicht. Dann lernt man auch Dankbarkeit wieder zu entwickeln für das, was auf dem Tisch steht. Und wenn es nur eine Suppe ist und ein Stück Brot, aber die Dankbarkeit ist dann wieder da plötzlich. Das war eben eine wichtige Sache, die mir gefallen hat. Dazu kommt auch im Islam der Respekt, den wir gerade den Müttern entgegenbringen und den alten Menschen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft hier leider ganz dolle verloren gegangen ist. Also ich bin arbeitslos, ich bin alleinerziehend mit 6 Kindern und das Jobcenter will mich natürlich zwingen zu arbeiten. Ich sage, Mensch, ich ackere doch den ganzen Tag, was wollt ihr denn noch? Ja, aber du bist ja nur Mutter. Und meine alte Mutter, die jetzt sich nicht mehr alleine versorgen kann, die muss in Armut leben. Die arme Frau weiß nicht, wie sie mit ihrer Rente auskommen soll. Und das finde ich erbärmlich, weil sie auch zu der Generation gehörte, die dieses Land aufgebaut hat. Wie kann das denn sein? Wo ist denn der Respekt, bitte? Ich möchte euch erzählen, wie der Islam angefangen hat, damit ihr begreift, warum das ständig ein Feindbild ist. Das ist eigentlich das eigentliche Thema. Ich habe mich schon wieder viel zu lang hier ausschweifen lassen. Islam
wurde schon bei seiner Gründung bekämpft. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, als Mohammed, also unser Prophet, mit der neuen Offenbarung gekommen ist, die ja eigentlich nur Bibel und Tora fortsetzen sollte, das war ja eigentlich nicht wirklich was Neues, kam er in eine Gesellschaft, wo reiche, mächtige Araber die Oberhand hatten. Die nannten sich die Quraysh. Und das war eine Gesellschaft, in der hatten Frauen keine Rechte. Frauen wurden weitervererbt oder verkauft oder verschenkt. Wenn Mädchen geboren wurden, hat man die lebendig im Sand vergraben, weil es schickte sich nicht, Mädchen zu kriegen. Man hat also keinen Wert auf Frauen gelegt. Und dann kam dieser Prophet und hat gesagt, nee Leute, das dürft ihr so nicht machen. Frauen haben Rechte und Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Frauen dürfen erben. Das war für die Quraysh, tickt der noch ganz richtig? Also ihre ganzen Privilegien waren praktisch dahin mit diesem Wort. Dann kam er noch mit der neuen Botschaft und hat gesagt, ja Leute, guckt doch mal, was ihr hier macht. Ihr stellt hier tausende Götzen hin. Die Leute haben die Sonne angebetet, sie haben den Mond angebetet, sie haben die Wolken angebetet, sie haben den Himmel angebetet, sie haben Holzstatuen angebetet, irgendwelche Steine, das Feuer, das Wasser. Es gab eigentlich nichts, was nicht irgendwie angebetet wurde. Und dann hat der Prophet uns gesagt, Leute, das ist alles Quatsch. Du kannst dir 50 Kilo Reis, ein Stück Stein opfern und der wird dich trotzdem nicht aus deiner Misere holen. Also hör doch auf mit dem Quatsch. Es gibt nur einen Schöpfer. Wir nennen ihn Allah, die christlichen Araber nennen ihn auch Allah. Andere nennen ihn irgendwie anders. Die Indianer nannten ihn Manitou. Aber es gibt halt nur den einen, aus meiner gläubigen Sicht, der das alles gemacht hat. Und man soll sich nicht versklaven für irgendwelche anderen Bosse oder Chefs. Das ist ein Grund, warum man heute als Muslim bekämpft werden muss. Das Problem war eben, dass der Islam die Gier bekämpft hat. Also die ganzen Botschaften, die gekommen sind, haben eigentlich zur Folge gehabt, dass man sich nicht mehr dumm und dämlich an irgendwelchen Idioten verdienen konnte, sondern an Pilgern, die in die Kaaba gekommen sind und ihre Götzen angebetet haben. Da waren die Quraysh ziemlich sauer und haben gesagt, nee, der Typ muss weg. Dieser Mohammed nervt nur. Dann haben sie ihn also rausgeschmissen und so weiter. Das war eigentlich so der Anfang. Aber der Islam steht eben klar gegen Kapitalismus. Das ist auch der Grund, warum er so stark bekämpft wird. Länder wie Palästina, Afghanistan, Tschetschenien, Sudan, Algerien, Somalia, Syrien, Bosnien, Iran, Irak, Jemen und Pakistan werden permanent attackiert und zerbombt. Sie werden dämonisiert, weil sie eben diesem System vom Kapitalismus noch versuchen, die Stirn zu bieten. Die Propaganda hat uns allerdings alle fest im Griff. Also wir hatten das Beispiel schon mal bei einer Sitzung, wenn ihr jetzt alle die Augen zumacht und ihr sagt, wie sieht der Terrorist aus, dann ist das klar, der hat einen Bart, der hat einen Turban, also stellen wir uns einen Terroristen vor. Wir müssen aber auch wissen, in wessen Hand die Medien sind, die diese Bilder verbreiten. Ja, und ich glaube, über 80% der öffentlichen Medien sind in zionistischer Hand. Also in der Hand von einer Gesellschaft, die eigentlich nur dafür da ist, das kapitalistische System zu vergrößern, das Zinssystem noch weiter auszubauen, also eigentlich alles an sich zu reißen und eine kleine Elite super, super reich zu machen und der Rest sind nur Sklaven. Also wir sind eigentlich alle nur Sklaven. Und der Muslim sagt, nein, ich bin nur Sklave von Gott, von niemand sonst. Was soll das? Ich muss ein bisschen sortieren. Ja, mittlerweile wird nicht nur der Islam diskreditiert, es geht eigentlich an alle Religionen. Also was immer die Menschen glauben, es wird diskreditiert. Es werden auch katholische Gläubige diskreditiert, indem man das eben ganz hoch spielt, was passiert ist mit dieser Pädophilie in diesen... Ja, von Zölibat etc., was man eben alles so hört, das wird ganz groß gespielt, aber der Grundglaube an sich ist eigentlich gar kein Thema mehr. Es geht auch gar nicht um Glauben, es geht eigentlich in dieser Welt nur noch um Konsumieren und Produzieren. Also eine Religion, die die Menschen zur Bescheidenheit und Unterwerfung einzig gegenüber ihrem Schöpfer auffordert, ist natürlich geschäftsschädigend. Etliche Fälle des sogenannten islamistischen Terrors wurden längst als Intrigen zum Beispiel der CIA entlarvt. Darunter zum Beispiel der Angriff auf den Irak, wo man behauptet hat, es gäbe Massenvernichtungsmittel, die aber nie gefunden wurden. Oder 9/11 ist auch so ein Thema gewesen, wo man heutzutage so ziemlich genau weiß, dass das überhaupt von der CIA inspiriert war oder eingefädelt wurde. Und wenn wir uns mal überlegen, was Osama Bin Laden früher gemacht hat, der war ein gängiger CIA-Agent, bevor er dann seine Frömmelei wieder entdeckt hat.
Natürlich gibt es auch Dschihadisten, also so nenne ich jetzt mal die Leute, die eben aufgehetzt sind, die verzweifelt auch versuchen, gegen eben diese grausamen Regime zu kämpfen und auch gegen die Unterdrückung. Aber das, was uns vermittelt wird, kein Muslim will die Weltherrschaft an sich reißen. Das will keiner von uns. Warum auch? Wir haben schon genug Kacke anhatten, Entschuldigung. Also die Scharia ist nicht das große, handabhackende Monster, wie das immer beschrieben wird. Die Scharia besteht zu 80% aus Ethik, aus Moralbegriffen. Ich stehe also hier jetzt als muslimische Frau, weil der Islam für mich Frieden und Liebe heißt. Und Verantwortung und Respekt vor der Schöpfung und Respekt vor dem Leben und der Einzigkeit jedes Individuums. Und der Islam bringt mich dazu, dass ich nicht mehr schweigen kann zu all dem Unrecht, das passiert auf der Welt. Denn ein großes Gebot des Islam bedeutet, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Das ist ein Grundmotto, das wir haben. Und darum muss ich auch hier stehen und euch das alles erzählen. Also ich kann nicht schweigen zu der Versklavung von Menschen und auch von Tieren. Das muss unbedingt aufhören. Ich kann auch nicht schweigen zu der Zerstörung von Kulturen und Werten, zum Vandalismus, der auf dieser Erde herrscht. Und ich kann auch nicht schweigen zu all der Boshaftigkeit, die sich immer weiter, oder zur Gier, die sich immer weiter verbreitet. Also dieser Auftrag hat für mich eigentlich sehr hohe Priorität. Wir können uns natürlich fragen, wohin wird es mit dem Islam in Zukunft gehen? Oder was wird noch passieren müssen? Ich glaube, dass wir hier in Deutschland eine ganz große Chance haben. Also wir Muslime hier in Deutschland, wir können es schaffen, einen Islam aufrechtzuerhalten oder zu leben, zu kreieren, der frei ist von diesen ganzen Hassgefühlen, also von den Kriegen, die Sunniten gegen Schiiten und Schiiten gegen Aleviten und Aleviten gegen diese ganzen Sekten haben. Wir haben in Deutschland eine Möglichkeit, die ganzen Traditionen mal loszulassen und einen sauberen Islam neu zu beginnen. Und das ist für mich eigentlich ganz wichtig. Für mich heißt Islam Frieden machen, also machen wir Frieden. Dankeschön.